Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 242. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Halli, hallo an euch da draußen und willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wir müssen ein ganz bisschen Hausmeisterei am Anfang dieser Episode machen, weil wir ein paar Dinge ankündigen und erzählen müssen und wollen. Zum einen am 3. Dezember jetzt 2019, relativ zeitnah, sind wir bei den Kölner Skeptikern der GWUB zu Gast, zu Gast und werden da nochmal einen Vortrag halten zum Thema die Weisen von Zion, heißen heute Soros und Co. Da geht es dann nochmal um Antisemitismus und antijüdische Verschwörungstheorien im Internet und wir freuen uns da sehr drauf und wenn ihr Lust habt, das ist im Herbrands 19.30 Uhr am 3. Dezember in Köln. Wir werden das natürlich auch noch unter der Folge verlinken. Kommt gerne vorbei. Wir können schon mal sagen, dass wir im Frühjahr 2020, da haben wir schon die erste Anfrage bekommen, wieder in Rüsselsheim sein werden. Da freuen wir uns sehr drauf. Im Rind von Florian Haupt ist das der Laden und auch da werden wir nochmal diesen Vortrag halten. Darum hatte er uns gebeten. Das machen wir natürlich gerne. Weitere Termine kündigen wir uns an. Eventuell wird es vielleicht sogar demnächst auch so einen Hoaxilla Instagram-Account geben. So ja, eigenen. Das wird mal Zeit, oder? Wo wir dann auch so ein Zeug mit ankündigen können. Man muss ja irgendwie auch mit der Zeit gehen. Vielleicht machen wir das demnächst. Das ist aber schon der Zeit so ein bisschen hinterher. Naja, so ist das. Gehoppelt, aber immerhin. Mit alten Leuten. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ihr habt es gerade gehört, Folge 242 ist das schon. Das ist einfach unglaublich. Und was sich ja so mit großen Leuchtziffern am Horizont sich abzeichnet, ist die 250. Folge von Hoaxilla. Und bisher haben wir das immer bei den 100er-Folgen gemacht, dass es da so Specials irgendwie gibt. Aber bei 250 darf man das jetzt, glaube ich, auch mal machen. Außerdem ist es immer schön zu feiern. Und ich erzähle das, weil wir von einem Zuhörer schon eine Zusendung bekommen haben. Die sehr viel Gelächter ausgelöst hat. Ja, nicht so viel verraten. Also was sehr, sehr schön ist. Nein, ich verrate natürlich nichts. Und soll heißen, wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne Audioschnipsel senden, ihr könnt singen, ihr könnt musizieren, was ihr möchtet und uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, zur 250. Episode gratulieren oder keine Ahnung, Hoaxilla-Hörspiele, Hoaxilla die Oper, was weiß ich. Also, Hoaxilla das Musical, um Himmels Willen. Wenn euch da irgendwas einfällt und ihr Lust habt, schickt uns das gerne und wir bauen das dann natürlich in die Jubiläumsfolge ein. Und weil wir sowieso schon eine Einsendung haben, macht es dann natürlich Sinn, dass ihr da gerne auch mitmachen könnt. Und das war bisher immer sehr, sehr witzig und sehr, sehr kreativ. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf, wenn ihr uns etwas sendet. Und das Dritte, was ich jetzt schon mal ankündige, ist, dass wir am Ende der Sendung nochmal eine Verlosung haben werden. Man kann 3 Hörbücher gewinnen, unseres Gastes, den wir nachher in der Sendung haben. Dazu erzähle ich aber nachher ein bisschen mehr. Dann habt ihr so einen kleinen Anreiz, die Folge noch ein bisschen länger zu hören. So, ansonsten natürlich wie immer vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung von euch da draußen auf allen Ebenen. Tut ihr das ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, egal wo wir laufen, Spotify, Apple, in irgendwelchen Podcatchern, Podimo, Deezer, Lekton, egal welche App ihr nutzt, wir bekommen da im Prinzip zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Geld dafür, dass wir dort sind und diejenigen unter euch, die uns vielleicht mit 1 Euro, 2 Euro oder auch mehr Euro im Monat unterstützen, halten das ganze Projekt am Leben. Das ist halt euer Verdienst und nicht der Verdienst von irgendwelchen Plattformen. Und das ist wunderbar, dass das so ist. So, Alexa, und du hast eine schöne Geschichte. Ich stehe schon in den Startlöchern. Ach so, und ich muss nochmal hier am Anfang nochmal sagen, ich habe Blödsinn erzählt. In der letzten Episode, wo ich gesagt, schöne Geschichte. Erstens war die Geschichte nicht schön. Ich habe dreimal schön gesagt, sie war natürlich eine sehr tragische Story der Woche, die du erzählt hast. Und die Person, um die es dort ging, hatte zwar einen deutschen Pass und eine deutsche Staatsbürgerschaft, ist aber sportlich gesehen immer für Österreich angetreten und war somit auch kein deutscher Weltmeister. Sag nochmal, von wem du sprichst. Du sprichst von Jochen Rindt, dem Formel-1-Rennfahrer, der genau, tragisch. Nicht spoilern. Jetzt hast du die Geschichte von letzten Mal. Wer jetzt die Folge letzte Woche noch nicht gehört hat. Naja, macht ihr eh nicht, ne? Ihr hört das eh alle in Reihenfolge. Egal. Genau, also genau, der Rennfahrer Jochen Rindt ist
zwar deutscher Staatsbürgerschaft gewesen, ist aber sportlich gesehen immer für Österreich gestartet. Und das habe ich nicht so ganz richtig dargestellt. Kudos an den Hörer, der mir das sofort mitgeteilt hat, wenige Minuten, nachdem die Folge am Netz war. Ich erstaunlich schnell. Ich habe es aber vorher halt selber schon gemerkt und auch in den Shownotes kommentiert. Also da habe ich einen Fehler gemacht. Sorry. Passiert. Nicht ganz richtig dargestellt. Aber... mal gucken, ob wir die heutige Story richtig darstellen und aufklären überhaupt. Die du uns jetzt gleich mal erzählen wirst. Die Story der Woche. In der heutigen Huxilla-Episode geht es um das Thema flache Erde. Dazu werden wir gleich noch ganz viel mit einem ganz tollen Gast ganz ausführlich sprechen. Aber auch in der Story müssen wir schon auf dieses Thema kommen. Und Alexander kann es schon fast nicht mehr hören und ihr da draußen eventuell auch nicht, auf den US-Präsidenten Donald Trump. Wir begeben uns in das Jahr 2016 und neben den ganzen anderen Skandalen und Skandälchen, die da schon im Wahlkampf zutage gefördert wurden, gehörte auch eine Aussage, ein Zitat von Donald Trump, das ich euch hier einfach mal verlesen möchte. Erst auf Englisch, ich versuche das dann gleich noch auf Deutsch zu paraphrasieren, aber jetzt erstmal auf Englisch. I fly a lot and I mean a lot. No one flies more than me. Listen, I own a jet. I own a 757, a beautiful plane. It's the best plane. If the world were round, believe me, I would know. Also, ich fliege viel und ich meine total viel. Niemand fliegt öfter als ich. Hört mir mal zu, mir gehört sogar ein Jet, mir gehört eine 757, ein wunderschönes Flugzeug, das allerbeste Flugzeug. Wenn die Welt rund wäre, glaubt's mir, ich würd's wissen. Also von der Diktion her würde es hundertprozentig auf das passen, was Donald Trump so von sich gibt. Das ist ja so unerträglich. Also, genau. Glaubt Donald Trump, dass die Erde flach ist? Der ist so rhetorisch so schlecht. Ja, das ist eine spannende Frage. Ja. Glaubt er den Mist auch noch? Klären wir dann am Ende der Sendung mal auf. Thema der Woche. Ja, die heutige Episode ist im Prinzip auch schon wieder entstanden beim Podcamp in Essen im Frühjahr diesen Jahres. Ein Schmelztiegel. Übrigens werden wir nochmal zum Podcamp in Essen kommen im Dezember, in einer der beiden Episoden des Dezembers. Und man kann mal sagen, was man möchte, das Podcamp in Essen, schöne Grüße hier an der Stelle mal an Thorsten Runte, war für uns definitiv ein Schmelztiegel. Da sind so viele Kollaborationen rausgefallen und werden auch noch rausfallen, dass wir einfach immer das versuchen nachzuarbeiten und wir haben ja das Glück, dass die Leute sehr geduldig mit uns sind und sich dann trotzdem immer noch freuen, wenn es 7-8 Monate später erst zu dem kommt, was man so an der Cafetheke besprochen hat. Manche Dinge müssen erstmal reifen. Genau. Wen wir nämlich da kennengelernt haben, persönlich, vorher hatten wir schon Kontakt, ist der wunderbare Ralf Grabuschnik. Und Ralf ist Historiker, studierter und podcastet auch und macht den Podcast Déjà-vu. Ach Gott, ich habe gedanklich immer noch Matrix und da reden sie Englisch und da im Englischen sagen sie ja Déjà-vu, deswegen ist das bei mir. Déjà-vu Geschichte macht der Ralf. Jetzt habe ich deinen Podcast auch richtig ausgesprochen, Ralf, schöne Grüße. wir haben beim Podcast in Essen gesagt, Mensch, irgendwie müssen wir mal was zusammen machen. Passt ja. Passt wunderbar. Wir haben ja auch immer mal wieder historische Themen bei Huxilla gehabt und dann ergab es sich eben, dass wir dieses wunderschöne Thema eines Verschwörungsmythos, der in sich selber auch nochmal wieder einen Verschwörungsmythos trägt, nämlich flache Erde, das zu behandeln. Und deshalb haben wir dann bei der Tagesschau, würde es immer heißen, das Gespräch haben wir voraufgezeichnet. Vor einigen Tagen. Genau mit Ralf, so voraufgezeichnet. Genau, mit Ralf, das nun folgende Gespräch, richtiges Interview ist es nicht, aufgezeichnet, wo wir uns dann nochmal über die flache Erde und die historischen Implikationen auch der flachen Erde unterhalten. Also gleich mal hier vorab, wir werden euch jetzt keine physikalischen, experimentellen Beweise beschreiben, warum die Erde rund ist. Das machen wir in dieser Folge nicht. Das können andere Leute viel, viel besser.
besser. Aber wir geben hoffentlich einen möglichst interessanten historischen und auch modernen Abriss über die Szene und über ihre Entstehung und überhaupt. Genau, für physikalische Fragen könnt ihr euch gerne an die Kollegen von Methodisch Inkorrekt wenden. Das sind ja Physiker, die können euch das dann viel besser erklären. Oder aber auch zum Beispiel Michi Voth vom Nachgefragt-Podcast, die ist ja auch Physikerin. Ich hoffe, ich werde nicht geprügelt in mir von Michi, dass ich sie erwähnt habe. Aber ja, also wir kennen auch ein paar Physiker, die können sich über die physikalischen Aspekte unterhalten. Wir sind mehr so bei den gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Und auch da kommt man relativ schnell hin, dass das mit der flachen Erde eigentlich nicht so ist, wie es zum Teil in Schulbüchern ja gelehrt wird. Aber hören wir mal rein in das Gespräch. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als in deinem Schulfach. Nein. Ich mach's das jetzt war nicht. Bisher ganz gut an Mod. Gehen wir mal in das Gespräch mit Ralf und holen ein bisschen Qualität in die Sendung rein. Ja, wir haben gerade gesagt, ein richtiges Interview ist das nicht, weil die Frage wäre ja, wie interviewen wir dich oder interviewst du uns, Ralf? Da sind wir uns ja gar nicht so einig, wie das so ist, sondern wir haben einfach gemeinsam die Idee gehabt, was über die flache Erde zu machen. Aber nicht so, wie viele vielleicht meinen könnten, dass wir das vielleicht machen wollten, weil wir eigentlich so die historische Lüge der flachen Erde noch ein bisschen mehr beleuchten wollen. Ralf, vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen sagen, wie es zu dieser Episode gekommen ist. Ja, ich glaube, wir haben uns ja ein bisschen über die flache Erde im Allgemeinen unterhalten und sind ja beide dann doch recht schnell zum Schluss gekommen, dass die Grundannahme, die so viele Leute nicht mal in den Raum stellen, sondern so unhinterfragt quasi stehen lassen, schon mal falsch ist, ne, dass halt irgendwie immer so impliziert wird, ja, die Leute früher hätten ja auch noch an eine flache, oder was heißt noch, hätten auch an eine flache Erde geglaubt und ja, dass wir das heute wieder tun, na, das ist jetzt ja nur ein Erkennen der Lüge. Mhm. Und ja, ich schätze mal, da kommt ja dann auch dieser interessante Spin her, warum wir jetzt heute hier sitzen, ja, weil man da ja schon mal echt anpacken kann und sagen kann, hey, nee, also auch vor 1000 Jahren haben das die Leute nicht gemacht, auch vor 2000 Jahren haben das die Leute nicht gemacht oder zumindest die uns Schriften hinterlassen haben, nicht. Ja. Und das ist schon echt mal etwas Großes und Grundlegendes, was in der Debatte, finde ich, nicht so oft vorkommt. Ja, genau. Und also jetzt in der Beschäftigung mit dem Thema, auch für mich war nochmal irgendwie neu, wie viele Facetten dieses Thema doch hat. Also wir haben einmal das, worüber wir gleich sprechen werden, diese historische Dimension und auch wirklich Falschdarstellungen in der Geschichtswissenschaft oder in der heutigen Geschichtsbetrachtung. Und dann haben wir natürlich so das Thema, was bei uns bei Huxilla ja ständig auf dem Tableau ist, Verschwörungstheorien, Anti-Wissenschaftsbewegungen etc. pp. Also für uns sind das natürlich Dinge irgendwie, die mit denen wir ständig konfrontiert werden. Was mich am Anfang mal interessieren würde, Ralf, ist, wirst du so in deiner täglichen Beschäftigung mit Geschichte, mit Geschichtswissenschaft auch mit Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretikern oder Verschwörungsgläubigen konfrontiert? Ja, aber zum Glück nicht so oft, wie man vielleicht befürchten okay. würde. Man muss dazu sagen, so, ich schätze mal, von all den Leuten, die jetzt irgendwo im Internet was mit Geschichte machen, bin ich wahrscheinlich so der Social-Media-Faulste und dementsprechend umschiffe ich da relativ viel, weil ich da halt einfach nicht so viel mache. Flat Earth ist jetzt vielleicht ein gar nicht so gutes Beispiel dafür, weil gerade im Geschichtskontext halt einfach so diese Geschichtsmythen und die Fehldarstellungen von irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen viel häufiger sind, was ich jetzt aber auch unter diesen Schirm packen würde, ne, mit irgendeiner Form von Verschwörungsmythos. Also was ich oft hatte, waren so Leute, die halt ganz grundlegend diese Weltverschwörungen vor sich hertragen, dass halt alle irgendwie unter einer Decke stecken und dann, man hört halt immer wieder mal so versteckt antisemitische Meldungen, also das schon. Okay. Selten offen, also ganz oft dann eben so Freimaurer-Sachen, die mir dann irgendjemand mal in den Raum stellt oder auch natürlich so Fake-Mondlandung und so, das kommt schon mal vor. Mhm. Aber zum Glück nicht in so einem ganz großen Ausmaß, aber das hilft vielleicht auch, weil ich da recht, nur andererseits, das wird bei euch auch so sein, aber trotzdem habt ihr wahrscheinlich mehr Kontakt. Ich bin halt relativ klar positioniert und jeder weiß so, hey, da bin ich die falsche Plattform, da kommen sie auch nicht zu mir. Ein paar finden sich dann trotzdem. Und so ein Partygespräch nach dem Motto, du bist doch Historiker, was ist denn da so mit den Freimaurern? Gibt's die noch? Ja. Oder die Illuminaten, viel schlimmer. Ne?
Das kommt tatsächlich einiges häufiger vor, ja, aber meistens gut gemeint und auch jetzt so im Sinne von, ja, ist ja lustig, so Dan Brown und das ist dann meistens die Grundlage. Und die Gespräche führe ich ja auch gern. Also das ist ja dann, ich gehe selten auf Partys, wo Verschwörungsgläubige rumhängen. Da ist meine Blase dann trainiert genug. aber einmal ist etwas passiert, das war wirklich sehr lustig. Ich habe ganz früh auf dem Podcast, also verhältnismäßig für mich vor 2 Jahren, mal eine Diskussion oder auch so ein Interview, war auch das falsche Wort, über die Reichsbürger gemacht mit einem Freund, einem Juristen. Mhm. Und habe dann danach, waren wir auf so einem Volksfest hier, damals in Freising hier mit meiner Freundin, und ich habe halt ihr davon erzählt und einfach mal so, hey, was die Reichsbürger eigentlich so glauben, bla bla. Und dann kam wirklich jemand vom Nachbartisch auf mich zu, so, was, ihr redet über die Reichsbürger, bist du etwa einer von denen? Und dann hat sie gedacht, oh. Okay. Und das war dann tatsächlich jemand vom Landratsamt, der sich dann dazugesetzt hat und uns mal ein paar Horrorgeschichten erzählt hat, was die in der Verwaltung da teilweise aushalten müssen. Mhm. Querulantentum. Krass. Ja. Auch natürlich, was da an Kapazitäten genommen wird von der täglichen Arbeit, irre. Ja. Und also ja, aber auch das ja keine negative Erfahrung an sich, aber zumindest irgendwo spannend. Ja. Ich hatte für einen Moment schon gezuckt und gedacht, oh Gott, ihr redet über Reichsbürger, und er hätte dann gesagt, um Himmels Willen, ihr könnt die doch nicht diskreditieren, da ist doch was dran und BRD, GmbH etc. pp. Ja, das habe ich in dem Moment auch zuerst gedacht. Und zum Glück war es dann anders. Und es war dann auch noch ein netter Abend, da haben wir ein paar Bierchen getrunken. Das war ganz cool. Auch mal was Interessantes, weil man hatte die Perspektive dann vielleicht gar nicht so, ne, von den Verwaltungsfachkräften. Ich habe das von Menschen gehört, die bei Krankenversicherung arbeiten. Da ist das auch häufig so, dass Reichsbürger auch in Krankenversicherung Riesenprobleme machen, so Pflichtversicherungen und solche Geschichten. Das macht auch Riesenprobleme. Also all das, was so mit Behörden im Grunde genommen zu tun hat, wenn man da so ein paar Leute kennt, irgendwann hat da jeder mal mit einem Reichsbürger telefoniert und das ist dann immer äußerst unangenehm. Das habe ich auch schon gehört. Ja, da hilft nur Taskforce und alles abschieben. Ja. So, jetzt sind wir aber bei der flachen Erde und ich habe mich da gar nicht so sehr mit beschäftigt, mit dem, was wir jetzt heute machen werden. Natürlich habe ich mich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung damit noch viel mehr beschäftigt und ich habe mich, wo ich mich gut an meine Schulzeit erinnere, ich habe lange überlegt und ich weiß nicht, ob ich das in der Schule so gelernt habe. Vermutlich habe ich es gelernt, aber das Spannende bei der flachen Erde ist, wir haben es hier, und korrigiert mich Alexa, Ralf, wenn ich Blödsinn erzähle, so ein bisschen wie so ein Zwiebelschalenmodell zu tun. Ich finde, man kann die flache Erde Verschwörungsmythos, flache Erde Verschwörungsmythos, wie so eine Zwiebelschale betrachten. Wir haben zum einen jetzt so die äußerste Lage, das sind jetzt die Menschen, die aktuell sagen, die Erde ist flach, die Erde ist eine Scheibe, uns wird was vorgelogen, wir waren nie im Weltall, NASA und die Regierung lügen. Wenn du die Schale so abmachst, kommt man dann so in die Zeit rein, wo wir sagen, ausgehendes 20. Jahrhundert, wir waren uns alle einig, die Erde ist eine Kugel, aber wir haben alle gelernt, ganz offensichtlich, zumindest im deutschsprachigen Raum, und dazu zählt offensichtlich auch Österreich, wie ich gelesen habe, naja, im Mittelalter war man aber schon der Ansicht, die Erde ist eine Scheibe, und dann gab es Galileo und es gab den ersten Globus. Und danach so 1490, also ausgehendes 15. Jahrhundert, da war dann plötzlich klar, die Erde ist doch keine Scheibe. Und da hat man dann irgendwann festgestellt, nee, das ist auch totaler Bullshit, weil im Mittelalter hat man auch geglaubt, dass die Erde ein Globus ist. Und dann nimmt man diesen Verschwörungsmythos weg. Und dann bleibt ja am Ende die Frage, wie alt ist eigentlich die, wie ich finde, reale Betrachtung, dass die Erde in irgendeiner Art und Weise ein Spheroid ist? Und wann hat denn das eigentlich angefangen? Und Ralf, mit dir als Historiker an Bord, vielleicht kannst du da ein bisschen mal so Licht ins Dunkel bringen, wie lange denn eigentlich Menschen nicht an eine flache Erde glauben, sondern schon an eine spheroide Erde. Und ihr merkt schon, ich sage Spheroid und nicht Kugel, weil wenn man das ganze Wasser abzieht und so, also irgendwie ist die Erde ja mehr so kartoffelförmig, aber deswegen Spheroid vielleicht einfach den Begriff, den ich jetzt mal benutzen möchte. Aber das ist ja schon ziemlich alt eigentlich, dass eigentlich alle das gewusst haben, oder? Oder davon ausgegangen sind zumindest, oder? Ja, das geht tatsächlich ziemlich weit zurück. Vielleicht nur ganz kurz, was du jetzt gesagt hast, so, ich weiß auch nicht mehr, wie ich das in der Schule gelernt habe. Ja. Ich würde jetzt aber mal behaupten, wir haben das tendenziell schon eher korrekt gelernt. Und es ist dann echt eher so, dass dann später viele Menschen, und da nehme ich mich jetzt selbst nicht aus, also wenn man dann zurückschaut, dann vermischt man halt viele Dinge mal in der Schulzeit. Bei mir vielleicht im Geschichtefall weniger, aber dafür in anderen Fächern umso mehr.
Und dann ist halt so diese Idee der Form der Erde und der und dem Aufbau des Universums oder Sonnensystems, das sind halt zwei so Themen, die man schon mal vermischen kann. Mhm. Also ich verstehe, wo das Problem herkommt. Weil ja, natürlich reden wir ja über das heliozentrische Weltbild, wenn wir über das 15. Jahrhundert reden und nicht über die Form der Erde. Mhm. Aber gut. Wobei ich mich, glaube ich, aus meiner Schulzeit, aus dem Geschichtsunterricht, wir hatten aber wirklich davon abgesehen einen sehr, sehr guten Geschichtslehrer, wobei es dann eher in der Oberstufe hinterher war, fällt mir gerade ein, mich schon an diese Grafik erinnern kann. Ich glaube, die heißt Der Wanderer am Rande der Welt oder sowas, wo halt dargestellt ist eine Figur, die so unter dem Dom einer flachen Erde herausschaut ins Weltall und das dann so den Übergang der beiden Weltbilder in der Renaissance irgendwie verdeutlichen soll. Also ich bin mir relativ sicher, dass man diese Grafik irgendwie im Schulunterricht gezeigt hat. Natürlich weiß ich heute nicht mehr so ganz, wie, in welchem Kontext das dann dargestellt wurde. Also ich weiß nicht mehr, ob die dann gesagt haben, das sei ein frühneuzeitlicher Holzschnitt. Das ist ja, es ist ja wohl ein Holzstich von 1888, schlag mich tot. Also ich weiß nicht mehr, wie da der Kontext war. Ja, aber 1888, da gehen bei mir schon wieder alle Warnglocken an. Ja, eben, genau. Da befinden wir uns nämlich genau in dieser Zeit, aber dazu kommen wir später, in der dann halt dieses Gerücht, diese Falschdarstellung propagiert wurde. Ja, und natürlich viel so Romantizismus. Also ja, aber vielleicht, um auf die Frage von Alexander zurückzukommen. Ganz genau, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da gibt's sicher auch schon frühere Kulturen, die das in irgendeiner Form so gesehen haben oder zumindest in Teilen. Aber wo wir uns wirklich sicher sein können, ist halt, dass im antiken Griechenland schon relativ früh die ersten Philosophen dazu übergegangen sind, eben von der spheroiden Erde zu reden. Und der erste Bekannte wäre jetzt hier zum Beispiel Pythagoras, der das gemacht hat. Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, würde ich sagen, im 6. Jahrhundert vor Christus war das. Und auch danach hat sich das eigentlich immer nur verfestigt und alle größeren, bekannteren Philosophen damals, also Plato oder dann auch Aristoteles und so weiter, haben das dann auch so bestätigt und so weitergeführt. Und es war dann wirklich, man kann sagen, plus minus 400, 300 vor Christus war das im Prinzip Allgemeinwissen, zumindest unter den Gelehrten Griechenlands und dann auch Roms, dass die Erde eben keine Scheibe war. Also, und das wurde auch nicht großartig diskutiert, zumindest wenn man sich die Quellen anschaut, die wir haben. So viel ist es dann im Zweifelsfall oft nicht, aber gerade von Aristoteles ist da was auch sogar überliefert aus dem 4. Jahrhundert, der dann mal so die Diskussion so ein bisschen auf der Metaebene angepackt hat und auch mal so ein paar Gründe gegeben hat, warum das gar nicht anders sein kann und dass das ja auch ein etabliertes Wissen ist. Und der hat dann eben zitiert, was andere vor ihm gesagt haben. Also das war vollkommen normal und anerkannt. Die Gründe dafür waren natürlich nach unserem heutigen wissenschaftlichen Verständnis nicht unbedingt gute Argumente immer. Es waren dann so Ideen, die antiken Griechen hatten, dass ja alles ins Zentrum des Universums strömen muss. Ne, das war so eine Vorstellung, alles kommt aufs Zentrum zu. Das Zentrum ist natürlich die Erde, dementsprechend muss die Erde ja rund sein, weil von allen Seiten Zeug kommt. Ist jetzt vielleicht nicht nach unserem heutigen Verständnis, aber die Idee war auf jeden Fall da. Ja. Und es gab ja auch ganz einfache Hinweise. Ne? Also das ist jetzt nicht so, es wirkt für uns jetzt vielleicht auf den ersten Blick, wenn man das mal anspricht, wie eine sehr große Errungenschaft. So, hey, die Menschen haben das erkannt. Aber das ist es eigentlich nur sehr bedingt, weil zum Beispiel so bei Mondfinsternissen das sehr offensichtlich ist. Da ist etwas Rundes, das sich da vor den Mond schiebt in dem Fall. Ne? Das hat man schon erkannt, dass das die Erde ist. Und das müsste ein verdammter Zufall sein, dass die Scheibe gerade so liegt, dass das funktioniert. Und das sind schon recht grundlegende Erkenntnisse, wo man gar nicht groß jetzt mit der Mathematik kommen musste. Also das kam erst später. Ja. Ne? Also später kamen dann die großen Berechnungen, wie viel Umfang denn diese Erde dann hätte und so. Das ist ein anderes Thema. Das war auch um einiges komplizierter nochmal, aber aber auch die hat es halt gegeben. Also es ist tatsächlich dann berechnet worden. Ja. Genau, ja. Und was halt ganz spannend ist, du hast das gerade so en passant in so einem Nebensatz gesagt, Ralf, das will ich noch einmal unterstreichen. Das war das gängige Weltbild, was man gar nicht so hinterfragt hat. Also es wird ja oft so getan, auch gerade in der Debatte, auf die wir dann später nochmal kommen, dass es so ein Kampf der Weltbilder gegeben hat. Und interessanterweise, heute sagen ja die Anhänger der flachen Erdtheorie,
die NASA und die Regierung will verhindern, dass wir die Wahrheit erkennen. Und umgedreht wurde uns in der Schule beigebracht, die Kirche wollte verhindern, dass wir die Wahrheit einer runden Erde kennenlernen. Also es ist ja auch interessant, das ist ja immer so. Und das gab es eigentlich in der Antike unter den Gelehrten überhaupt gar nicht, sondern das war Common Sense und deswegen gab es da auch gar nicht so große Abhandlungen drüber. Wobei wir da ja dann noch ein anderes Motiv sozusagen haben, nämlich so die leuchtende Antike mit ihren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrer Naturphilosophie und dann so ab dem Frühmittelalter so der Sturz in die Finsternis, wo eben auch viele antike Quellen dann verloren gegangen oder nicht mehr rezipiert wurden, wo dann die Kirche sozusagen das Zepter geschwungen hat und die Menschen in Dummheit gehalten hat und da dann eben keiner mehr so genau wusste, was überhaupt los ist. Also das ist ja auch so ein gängiges Bild, was man heute ganz oft immer noch findet in den Köpfen. Ja, das ja auch schon ewig lang tradiert wurde. Ne? Also das ist ja ein Bild, das wurde schon direkt nach dem, was heute als Mittelalter gilt, dann etabliert, so eben Renaissance. Ne? Ja. Aber gut, jetzt haben wir festgelegt, so ungefähr 6. Jahrhundert vor Christi Geburt. Das ist ja auch schon wirklich ein paar Tage her. Ja, das ist doch mal locker über 2.500 Jahre. Ne? Da war man sich also so im Groben und Ganzen erstmal darüber einig, dass die Erde Spheroid ist, kugelförmig ist. Geozentrisches Universal- oder Universumsbild, hast du gerade gesagt, alles fällt auf die Erde in die Mitte zusammen. Das war also unstrittig, man ist davon ausgegangen, die Erde steht im Mittelpunkt aller Dinge. Wobei das, glaube ich, soweit ich es überblicken kann, gar keine allzu große Debatte war, weil das sehr wenig alltägliche Implikationen einfach hatte. Ne? Also das war eine sehr theoretische Diskussion natürlich. Genau. Aber so, also das war so der Zeitpunkt und da war man sich erstmal einig. Und jetzt ist ja spannend, was ist so in der Zwischenzeit passiert und wie kommen wir überhaupt dahin, über eine flache Erde reden zu wollen, wenn man eigentlich doch sagen kann, es gibt Quellen vor 2.600 Jahren, die das schon eigentlich relativ deutlich so darstellen oder Philosophen, die darüber gesprochen haben, dass es so ist und dann hinterher auch Mathematiker. Was ist denn alles passiert? Kannst du da nochmal so versuchen, einen kleinen Abriss zu geben? Ich versuche es ganz kurz. Ja, man muss da eigentlich sehr schnell, sehr nah in Richtung Gegenwart rücken, wenn man das beantworten will. Weil ich versuche jetzt mal so einen wilden Ritt mal ganz grob, ne? Auch so dann in der Spätantike, also jetzt so in den Jahren nach Christi Geburt, war das nach wie vor kein Thema, also auch römische Gelehrte von Plinius dem Älteren, es ist zum Beispiel was erhalten, wo er das auch erwähnt hat, wieder genau gleich wie Aristoteles, in einem Nebensatz fast, weil es eben so grundlegend und etabliert war. Also gar kein Thema. Es gibt ein paar Schriften von irgendwelchen Leuten, die da dagegen argumentiert haben, dann so in den ersten Jahrhunderten nach Christus, aber das waren wirklich das waren Einzelstimmen, die halt existiert haben, die aber dann in anderen Schriften wieder sehr wenig nur zitiert, rezipiert wurden. Also das war keine große Bewegung. Waren dann auch so ganz tolle Überlegungen dabei. Irgendein gewisser Lactantius hat mal gesagt, dass das ja gar nicht möglich wäre, weil auf der anderen Seite der Erde, da müsste ja dann der Regen von unten nach oben fallen. Mhm. Wie geht denn das? Und dass die Antipoden und so weiter. Ja, wobei das auch, andererseits vom heutigen Standpunkt ist es immer leicht, sich drüber lustig zu machen. Ja. Die Schwerkraft ist schon ein sehr kompliziertes Konstrukt eigentlich. Ne? Kommt nur uns jetzt nach Newton und Einstein so vor, als wäre das etwas, was man eigentlich verstehen könne. Mhm. Aber gut, das ist natürlich auch nicht. Ja, und dann eben sogar, Alexa hat es ja schon angerissen, so dieser Fall ins dunkle Mittelalter. Auch da, also das ist ja auch zu einem gewissen Maß zumindest konstruiert und auch wenn natürlich vieles verloren ging, gab es auch da immer noch Gelehrte, die das weiterhin tradiert haben und da auch das als selbstverständlich wahrgenommen haben. So auch kirchliche, also klar, gerade kirchliche Gelehrte, also haben da durchaus waren intellektuell, sagen wir mal so, derartig auf der Höhe, dass sie das absolut nicht in Frage gestellt haben. Ja, sogar die Chronisten damals, die ja wirklich keine zuverlässige Quelle für irgendwas sind. Also Chronisten kann man sich vorstellen, das waren irgendwelche Wirren, entweder Mönche oder andere Leute, die halt einfach irgendwo rumgesessen sind und Sachen niedergeschrieben haben. Also da ist so mein Liebling Beda Venerabilis, das ist so ein Typ, kennst du den? Ja, aus dem Zusammenhang mit der Artus-Sage auch. Ja, richtig, genau, der war halt was später England war, war sogar schon. Jetzt will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, angelsächsischer Raum auf jeden Fall. Genau. Schlecht war. Nee, war auf der Insel. Auf der Insel, eventuell war es schon England oder es war halt noch irgendein Vorgänger, Wessex oder so. Egal. Und sogar der hat das anerkannt, dass, oder ganz normal bestätigt auch, dass die Erde eben eine Kugel ist.
hat aber ansonsten wirklich vollkommen wirre Meinungen vertreten, eben was so die Merlin-Sage und so weiter anging, aber auch was Artus vielmehr. Und auch so Ideen, wo die Angelsachsen herkamen, der hat berühmterweise gesagt, alle angelsächsischen Siedler wären auf 3 Booten nach England gekommen. Halte ich jetzt zahlenmäßig für schwierig. Okay, ja. So Dinge, ne? Aber also auch so Leute, die wirklich jetzt, denen wir aus dem heutigen Standpunkt keine wissenschaftliche Genauigkeit wirklich zusprechen können, auch die, für die war das normal. Ja. Also da müssen wir, wie gesagt, wirklich relativ schnell sehr nah an die Moderne eigentlich rangehen und dann wirklich eben uns die Renaissance und die frühe Neuzeit anschauen, wo das so langsam begonnen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Zeit war, wo diese Mythen ihren Anfang haben, dass die Erde vielleicht doch, oder dass Menschen glaubten, die Erde wäre flach. Das nicht, aber da hat auf jeden Fall das begonnen, was wir eben heute als diese finstere Mittelalter-Theorie bezeichnen würden. Also dass halt alles, alles war schlecht, alles, was an der Antike gut war, haben wir verloren und dann kam die Kirche und dann kam die Finsternis und bla bla bla. Mhm. Und dann 1000 Jahre nichts und dann zum Glück wurden wir wieder durch die Renaissance da in neue Höhen gehoben. Ja, ja. Das begann damals und ich glaube, dass das viel Einfluss auch drauf hat, dass man dann später, und da sind wir jetzt so bei den Jahren, die du vorhin angesprochen hast, Alex, so 18 irgendwas, ne? Da kamen dann halt wirklich im großen Stil dann gerade wieder in Großbritannien vor allem Leute auf, die dann aus dieser Tradition kommt, würde ich jetzt mal unterstellen, aus dieser in der Renaissance entstandenen Tradition, dass das alles so finster und schlecht gewesen wäre, dann mit so neuen Ideen daherkamen, dass die dann sicher auch an eine flache Erde geglaubt haben und so weiter und so fort. Da kommen dann auch die Ideen her, dass Kolumbus so ein großer Visionär gewesen wäre, weil er als Einziger, der hatte keine Angst, von der Erde zu fallen, weil er wusste, es gibt keine Kante. Genau. Es gab genau den Globus von Beheim und dann kam Kolumbus und hat sich getraut und dann war alles gut, sozusagen. Und vorher, genau, und 20 Jahre vorher hätte das niemand gemacht, weil da wäre man ja runtergefallen. Ja, das, ich weiß nicht, wo das jetzt im Detail herkommt, die Geschichte, aber ich würde fast wetten, das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ja, also was da eine wichtige Rolle auch spielt, ist ein Werk von Washington Irving, der unter anderem auch, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das einordnen können, The Legend of Sleepy Hollow geschrieben hat, was ja dann hinterher mit Johnny Depp auch verfilmt worden ist. Ein bisschen später. Ein paar Jahre später. Verfilmt worden ist. Film für genau. Ja, genau, großartig. Auf jeden Fall, das Leben und Reisen des Christopher Columbus ist da nicht ganz unerheblich. Und es wird in einer Quelle, die wir auch verlinken können, wunderschön erklärt, dass Irving Christopher Columbus eigentlich nicht so sehr als den Seefahrer der ja dann Renaissance, eventuell auch jemand, je nachdem wie man es ansetzt, der frühen Neuzeit sieht, sondern mehr so als einen intellektuellen Nordamerikaner des 19. Jahrhunderts mit Harvard-Abschluss. So wird also Columbus da inszeniert in diesem Werk und da wird dann auch propagiert, ja im Mittelalter hätten die Menschen ja noch an die flache Erde geglaubt, also so als absoluten Gegensatz zu der Lichtgestalt Columbus. Ah, ja. Und das ist natürlich auch entweder, also erstmal antikirchlich ganz, ganz wichtig, dann etabliert es natürlich die Vereinigten Staaten sozusagen oder überhöht die Vereinigten Staaten oder die Entstehung und die Entdeckung Amerikas und zeichnet natürlich nochmal ein ganz recht politisches Bild auch der Geschichte. Und das ist eigentlich nicht zu vergessen. Genau, ja, absolut. Ja. Also das ist schon ganz spannend, wenn man da mal Quellenkritik betreibt, das, was wir ja auch so gerne immer, was du ja auch angesprochen hast, den Leuten nahelegen. Also guckt genau, wer hat es geschrieben, warum ist es geschrieben worden und in welchem Kontext. Und vielleicht hake ich ganz kurz ein, du hast die Quelle gerade, also es ist von Roland Bernhard, ein wissenschaftlicher Beitrag, der den Titel Dekonstruktion des Mythos der flachen Erde ist aus dem Jahr 2014. Und man kann das auch noch ein bisschen genauer fassen mit Washington Irving. Ich habe es hier gerade nochmal nachgeschlagen, wenn Alex das erzählt hat. Also diese als Biografie getarnte Geschichte, die Washington Irving geschrieben hat, ist im Jahr 1828 erschienen. Das heißt, da sind wir also schon im 19. Jahrhundert gut angekommen. Und da wird genau ja dieser Mythos letztendlich, den du gerade schon beschrieben hast, dargestellt, die historische Figur Christoph Kolumbus in einen anderen zeitlichen Kontext gestellt. Und in diesem Artikel von Herrn Bernhard kommt dann auch noch so dieser
Globus von Beheim zum Tragen, ein Deutscher, und Herr Bernhard ist sogar der Ansicht, dass gerade im deutschsprachigen Raum auch einer der Gründe ist, die Bedeutung des Globus von Beheim zu überhöhen. Der also, nicht der erste. Der nicht der erste Globus war, es gab vorher schon Globus, aber der früheste erhaltene Globus. Und das ist aber irgendwie dann so ein bisschen verloren gegangen, und der früheste erhaltene wurde zum frühesten und damit zum ersten. Und ja, interessanterweise in diesem Artikel, wo er ganz viele Schulbücher sich anschaut, aus Deutschland und Österreich übrigens auch interessanterweise, das ist jetzt purer Zufall, dass er sich auch die österreichischen Bücher angeschaut hat, ist es eher so, dass ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das quasi flächendeckend im deutschsprachigen Raum Einzug in die Schulbücher genommen hat. Das heißt, so Anfang des 20. Jahrhunderts war das noch gar nicht so vertreten in den Schulbüchern, und erst so ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde zunehmend genau diese Geschichte Globus Beheim, Columbus im Kontext der Biografie von Washington Irving dargestellt. Und es wird ja immer darüber gestritten, wann endete das Mittelalter, wann begann die frühe Neuzeit, wann begann die Aufklärung. Es wird ja, da wird ja ein ewiger Streit stattfinden. Das ist ja auch immer schwierig zu sagen, so an dem Tag, Kalenderblatt abgerissen, hurra, ab jetzt haben wir frühe Neuzeit, das war's. So funktioniert ja das natürlich nicht. Wobei, aber, da bin ich auch froh drüber. Ne? Ja. Das wäre ja schlimm. Stell mal vor, du wachst morgens auf und bist in der Zukunft oder so. Das wäre ganz dramatisch. Aber es ist auch wissenschaftlich echt schwierig. Ja. So zum Beispiel, späte Neuzeit beginnt auf den Tag, so hier 1789. Das ist ja ein Blödsinn. Das ist eine Einschränkung sondergleichen. Ja. Also ist schon gut, dass das so wahr ist. Ja. Ja. Genau, aber es wird ja ganz häufig so, die Entdeckung Amerikas 1492 als Beginn der Aufklärung eines neuen Zeitalters, also der frühen Neuzeit. Beginn der frühen Neuzeit, ne? Entschuldige, Alexa, korrigiert mich zurecht. Aufklärung nicht, frühe Neuzeit. definiert. Und dann passt natürlich ganz viel dazu, wenn du sagst, da beginnt die frühe Neuzeit, da endet das Mittelalter, da endet die dunkle Episode, dass so jemand wie Washington Irving dann auch so eine Geschichte spinnt, um zu sagen, ab da wurden wir modern. Und das, der macht es aber einfach 400 Jahre später. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also das wäre halt genauso, als ob wir heute ein Buch über jemanden schreiben, der 1700 noch irgendwas gelebt hat. Da könnte ich mir jetzt auch irgendeine Biografie über irgendwen ausdenken, mit ein paar Fakten und das untermauern. Und 300 Jahre später sagen die Leute, das ist die Wahrheit. So funktioniert es halt dann leider nicht in dem Fall. Und halt vollkommen dein Weltbild von heute da einfach drüber stulpen. Mhm. Ne? Das ist genau, was es ist. Ja. Und du kannst es ja nicht verhindern eigentlich. Und das ist sehr, sehr schwer. Nee. Ja, wie? Ja. Das eigene Weltbild nicht zu berücksichtigen. Mhm. Das ist ja gerade das Schwierige. Und das ist ja auch gerade in deinem Gebiet immer ganz schwierig als Historiker, die Quellen immer in ihrer Zeit auch zu interpretieren. Und es nützt ja nichts, einen Bericht aus einer Zeit zu lesen, um eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, wie es damals war, sondern möglichst viele Berichte und dann auch noch die eigenen Vorstellungen abzuziehen. Also so stelle ich mir zumindest deinen Arbeitsgebiet vor. Das ist doch die entscheidende Aufgabe, oder? Wobei inzwischen, also mir kommt vor, ich bin ja nicht aktiv in der Forschung mehr, mir kommt vor, dass davon generell ein bisschen jetzt zum Glück auch Abschied genommen wird, weil man auch erkennen muss, dass es eben nicht geht. Man kann jetzt nicht einfach seine eigenen Vorstellungen wieder subtrahieren vom Gesamtbild. Mhm. Man muss halt versuchen, damit irgendwo zu arbeiten und möglichst transparent damit zu sein, um halt dann auch klarzumachen, okay, wo hört jetzt die strikte Quelleninterpretation, nicht mal Interpretation, Quellenwiedergabe auf und wo fängt deine Interpretation, die natürlich gefärbt ist, an. Mhm. Aber gut, es kommt das gleiche raus. Aber es hilft ja schon mal, wenn man sich des eigenen Bias bewusst ist. Also nicht, also wenn du in dem Augenblick, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt mein eigenes Weltbild, was da vielleicht auch eine Rolle spielt, und das ist das, was die Quelle rein faktisch aussagt. Also in dem Moment, wo du versuchst, die beiden zu trennen, hast du ja schon mal einen Schritt gemacht. Also dass sich das nicht immer hundertprozentig durchhalten lässt, ist klar. Aber also wenn es zumindest eine Rolle spielt, ist ja schon mal, denke ich, absolut. Wichtig. Ja, ja. Tja, und jetzt haben wir die absurde Situation. Wir sind jetzt ja quasi angekommen in der Moderne, sage ich mal, dass wir in Schulbüchern mitunter zum Teil immer noch die falsche Informationen stehen haben, dass im Mittelalter, wie auch immer wir das definieren wollen, die Menschen an die flache Erde geglaubt haben. Und dem war ja eigentlich nicht so. Da wird sicherlich den einen oder anderen gegeben haben, der daran geglaubt hat. Den gibt's immer, klar. So. Aber wir haben ja jetzt aktuell tatsächlich ein zunehmendes Maß an Menschen, die an die flache Erde glauben. Das ist ja eigentlich verrückt. Also, oder?
Gelinde gesagt, ja. Wobei ich einschränken möchte, bevor ich hier wieder falsch zitiert werde oder angegriffen werde, die Vorstellung, dass es eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die glauben, die Erde sei flach, ist verrückt. Nicht die Menschen sind verrückt. Also das möchte ich nochmal ganz klar auseinanderklamüsern, weil das werden wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, warum das gar nicht gut ist, Menschen als verrückt zu bezeichnen. Darum geht es gar nicht hier in der heutigen Episode. Mhm. Ich wollte vielleicht noch eins einschieben, weil du so schön gesagt hast, eigentlich muss ich quasi fast in die Moderne reinspringen. So ein Beispiel, darüber haben Alexa und ich uns noch in der Vorbereitung unterhalten, ist der Reichsapfel des Heiligen Römischen Reiches. Der erste Reichsapfel so um 1000 als Insignie übergeben. 1014, ja, eine belegte Übergabe. Da steht jetzt am 14. Februar 1014, ich bin dann mal vorsichtig und sage um 1000. Also ob dann... um die Jahrtausendwende. Ja, genau. Und der war aber Symbol der Erde, also der Herrschaft über die bestehende Erde, über das Reich. Und das heißt also im Jahr 1000 oder um die Jahrtausendwende war ein spheroides Apfelsymbol das Symbol der Erde. Da sieht man halt so, das ist eigentlich ja auch tiefes Mittelalter um 1000 oder Frühmittelalter. Ich weiß nicht, korrigiert mich. Ja, das ist immer wieder in der Diskussion. Wahrscheinlich Hochmittelalter. Ja. Aber hey, mein Gott. Aber da gab es halt den Reichsapfel und eben nicht die Reichsscheibe. Das ist ja auch ganz spannend. Sonst hätte man, wenn die jetzt alle in Toto oder in der Mehrheit an eine flache Erde geglaubt hätten, dann hätte es ja eine Reichsscheibe gegeben und nicht eine Reichsapfel. Das wäre aber auch ein echt scheiß Insignia, also ist schon gut. Ja, so. Liegt auch nicht so gut in der Hand. Kannst du die aber dann... Furchtbar, also... Ja, aber gut, in dem Paralleluniversum... Nach deiner Krönung. Naja, aber du könntest es ja an deinen purpurfarbenen Kaisermantel heften. So, das stimmt, ja. Das... Schick, Fringe, Mittelalter. Ja. Genau, im Parallel. Du meinst es so ein bisschen wie Flavor Flav dann einfach so. Ja, hast du die große Erdscheibe um deinen Hals hängen. Ja, aber jetzt haben wir tatsächlich die Situation und das ist, also du definierst dich ja auch als Wissenschaftler natürlich, Ralf, dass jetzt Menschen von bestehendem wissenschaftlichen Wissen eine Abkehr betreiben. Alex und ich beschäftigen uns ja seit vielen, vielen, vielen Jahren damit, aber was ist so dein Take darauf? Also deine Gedanken, wenn du jetzt zunehmend liest und YouTube-Videos, man muss ja nur einmal YouTube aufmachen und flache Erde eingeben, Flat Earth. Und da wird man ja überflutet mit Informationen. Was macht das so mit dir, wenn ich als Psychologe mal mich ganz blöd ausdrücke? Das ist eine gute Frage. Also ich war da, glaube ich, ganz lang so in denial. Ne? Also ich habe mir halt eher immer mir selbst gesagt, ja gut, aber das sind ja wirklich nur ein paar zerstreute, wenn auch laute Menschen. Und erst jetzt so vielleicht im letzten Jahr und jetzt gerade wieder so in Vorbereitung auf die Folge jetzt, ist mir dann schon bewusst geworden, hey, das ist leider nicht so ein zersprengter Teil an verwirrten Leuten, sondern das ist schon eine größere Sache. Oder zumindest scheint es das zu sein, können wir ja dann nochmal reden. Mhm. Und ja, es ist halt, ich würde die Unterscheidung gar nicht so sehr machen. Also ob das jetzt eine Abkehr der Wissenschaft ist oder ob das jetzt eine Abkehr von anderen etablierten Meinungen ist falsch, aber so Fakten ist, wie eben, dass es eine Mondlandung gab, das ist für mich jetzt eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Ne? Also macht für mich keinen großen Unterschied. Und es ist immer gleich frustrierend, wenn man dann schon natürlich das Gefühl hat, okay, warum erforschen wir eigentlich irgendwas? Mhm. Und natürlich ist dann die Frage ganz nah, ja, warum glauben Leute das? Und da sind wir jetzt ja ganz tief in dem, was ihr da ja Monat für Monat auch behandelt. So, warum glauben Leute an solche Mythen? Warum ist es? Es muss den Leuten ja irgendwo ein positives Gefühl geben. Und das ist, glaube ich, bei der flachen Erde ganz stark so, weil je kleiner und je angegriffener und in dem Fall ja wirklich belächelt und auch ja, es wird sich ja lustig gemacht über diese Leute. Meiner Meinung nach über die Ideen kann man sich auch zu Recht lustig machen, aber anderes Ding. Dass die natürlich eine sehr zusammengeschweißte Community dadurch auch gebildet haben. Erst nur online, was aber natürlich auch schon vielen Leuten viel geboten hat auf einer persönlichen Ebene, schätze ich mal. Und jetzt zunehmend ja auch im echten Leben mit ihren Kongressen. Und da reden wir vielleicht danach nochmal drüber. Und es ist verdammt schwer, gegen sowas anzutreten oder da versuchen, irgendwie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen da vorzustoßen. Weil die Leute für sich teilweise sehr viel Positives daraus ziehen. Ja.
Das ist eigentlich sehr schön beschrieben. Das ist ja das, was wir versuchen auch immer wieder zu vermitteln, warum Menschen an Verschwörungsmythen generell glauben, ist ja die Tatsache, dass sie daraus einen gewissen Selbstwert ja auch ziehen können. Und wir haben, wie wir festgestellt haben, uns ja sowohl du als auch Alexa und ich den Film Behind the Curve angeschaut, eine Dokumentation, die es zurzeit auf Netflix gibt, unter dem Tellerrand, der deutsche Titel. Ich liebe den Titel, das ist wirklich toll. Ja. Ausnahmsweise ein gut gemachter deutscher Titel. Und mir kam natürlich bei der Betrachtung da die ganze Zeit der Gedanke, dass natürlich da die Protagonisten, die dort begleitet werden von diesem Dokumentarfilmteam, ja auch wirklich ein ganz großes Maß an Identifikation aus ihrer Tätigkeit der Wahrheit verbreitenden ziehen. Und ich fand sehr, sehr, sehr interessant die Wissenschaftler, die zu Wort kamen in dieser Dokumentation, also Astrophysiker und auch andere Wissenschaftler, die am Ende ja sagten, naja, vielleicht sind wir als Wissenschaftscommunity aber auch selber ein bisschen schuld daran, weil wir diese Menschen ablehnen, sie für verrückt erklären und auslachen und nicht mit ihnen in den Dialog treten und nicht gemeinsam wieder auf einen Erkenntnisweg gehen. Und es gibt ja in dem Film so ein paar Sequenzen, die mich doch tief berührt haben, wo dann Flacherdler zum Teil mit teurem Equipment, was sie sich dann zusammengespart haben, Experimente durchgeführt haben, um zu beweisen, dass die Erde weder Spheroid ist noch sich dreht und durch das Weltall bewegt, und dann feststellen mussten, dass das genau so ist. Und in dem Moment würdest du ja als wissenschaftsorientierter Mensch, für die wir uns halten, sagen, ich muss von meiner Grundthese Abstand nehmen, ja? Ja, wenn du ergebnisoffen reingegangen wärst, genau. Genau, und da haben wir das Problem, dass da ja das Weltbild schon so geschlossen ist, dass die Aussage ist, das hat nicht funktioniert mit diesem, also das eine war ein Gyroskop, ein extrem teures Gyroskop, in dem Film wird gesagt, $20,000 hätte dieses Gyroskop gekostet, und man hätte eben die 15 Grad Bewegung der Erde, also die der Erdrotation entspricht, gemessen. Und das kann ja nicht sein, weil die Scheibe rotiert ja nicht. Und da merkst du halt, wie das Weltbild geschlossen ist. Und das ist ja so dramatisch. Und der klassische Wissenschaftler sagt ja, wenn du das nicht glaubst, dann muss ich nicht mehr mit dir reden. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man da nicht mehr in den Dialog miteinander Also spricht. Vielleicht sollte man auch kurz einmal drüber sprechen, wie diese Denkweise und wie die Mechanismen hinter diesem Glaubenssystem, denn es ist ja nichts anderes, funktionieren bei den Menschen, die an die flache Erde glauben. Also während ein Wissenschaftler sagen würde, okay, ich habe jetzt hier die und die Daten experimentell gewonnen, die lassen sich so und so auswerten, dann wird das Ganze wiederholt und dann habe ich noch mehr Daten, dann werte ich das aus und komme zu einer Erkenntnis, dann muss ich mich durch die Wissenschaftscommunity erstmal hinterfragen lassen und kritisieren lassen. Und dann muss ich eventuell meine Erkenntnisse revidieren oder sie eben, ich schaffe es, sie zu verteidigen, dann werden sie irgendwann mal anerkannter Konsens in der wissenschaftlichen Community. Also so wäre ja so die Vorgehensweise. Ist es halt bei diesen Menschen so, die haben eine Grundannahme, die Erde ist flach, und arbeiten sich von dort ausgehend dann sozusagen durch alles, was sie so im Alltag beobachten können, was sie so an verfügbaren Informationen finden etc. und suchen sich aber nicht alles heraus, sondern im Prinzip nur die Dinge, die genau diese Grundannahme unterstützen. Und das Ganze funktioniert dann eben als selbstbestätigendes System, was dann eben auch noch verstärkt wird dadurch, dass es eine Community gibt, in der sie Halt finden. Und Gleichgesinnte, die ihnen sagen, ja, natürlich ist es so, und alle anderen erzählen halt Quatsch. Und insofern ist es wahnsinnig schwer, als wissenschaftlicher Mensch mit Fakten zu argumentieren. Dazu kommt noch, dass das wahnsinnig emotional aufgeladen ist, das Ganze. Ich fand das sehr, sehr gut dargestellt in dieser Doku, dass bei ganz vielen dieser Menschen, die dieses Glauben an den Verschwörungsmythos fast sowas wie eine Bewältigungsstrategie ist. Also wie viele da zu Wort gekommen sind, die sagten, ich hatte ganz viele Probleme in meinem Leben, fühlte mich ausgegrenzt, irgendwie falsch überall, kam nicht richtig klar.
Und dann bin ich halt auf die Erkenntnis der flachen Erde gestoßen, auf die Community gestoßen und ab dann ging es mir besser. Also diese Bewältigungsstrategie Verschwörungsglaube ist etwas, was man wahnsinnig schwer verlachen kann und ich finde, was man auch durchaus erstmal ernst nehmen sollte. Und ich habe mich hinterher selber immer gefragt, warum fällt mir das bei den Ghost Huntern so viel leichter? Also ich kann akzeptieren, dass die Grundannahme haben, es gibt ein Jenseits und man kann eventuell mit Toten kommunizieren, wenn man es richtig macht. Damit komme ich eher klar als mit Menschen, die sagen, die Erde ist flach. Und das ist auch ganz spannend, wenn ich diese Doku gesehen habe, die ich wirklich absolut empfehlen kann. Das hat auch sehr viel mit mir selber angestellt. Und ich habe echt angefangen, auch meine eigene Herangehensweise, meine eigenen Vorurteile dazu hinterfragen. Also das war schon ein ganz spannender Prozess, das zu gucken. So, jetzt habe ich furchtbar viel erzählt. Sorry. Mir fällt gar nicht einfach, dass ich jetzt noch irgendwas ergänzen könnte, weil das war so gut zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. Also genau so ist es. Also das ist, mich hinterlässt das ja ratlos. Also ich würde, also das ist wirklich mein Aspekt. Ich bin ja so ein Space-Fan, NASA-Fan und was auch immer, Raumfahrt finde ich super. Mhm. Und das, also all das nehmen sich Menschen ja auch selber weg. Also diese ganze Faszination von Technologie können sie nur in ihr Weltbild integrieren als eine der größten Lügen überhaupt. Und das ist so, hast ja die Doku auch gesehen, wie sie dann vor der Saturn 5 Rakete stehen und sich da drüber lustig machen müssen. Und das ist so, das ist so völlig verrückt. Und ich finde das so bedauerlich und schon erstaunlich, dass wir da heute an dem Punkt sind, dass wir so ein großes Misstrauen gegenüber der Wissenschaft ja auch haben. Also man muss ja immer wieder fragen, über all die Jahrhunderte hat Wissenschaft die Menschheit insgesamt weiter vorangebracht, was sie auch nach wie vor tut. Aber wir haben jetzt so den Punkt, wo wir wirklich darüber diskutieren müssen, geht es um Meinungen oder geht es um Wissenschaft? Nicht? Also Thema Klimawandel, wo dann Politiker sagen, es ist ja schön, wenn die Wissenschaftler es glauben, aber ich glaube da nicht dran, ich habe eine andere Meinung. Ja, die Wirtschaftsmeinung ist relevanter oder was auch immer. Das ist erstaunlich, dass wir an so einen Punkt kommen und alle Projektionen von Zukunft ging ja entweder dann, dass die Wissenschaft uns ruiniert durch Technologie, das ist ja so eine klassische Dystopie, die wir bekommen haben, oder aber, wenn du Star Trek nimmst, Wissenschaft hat uns komplett befreit von allem. Aber dass wir so eine Abkehr von Wissenschaft plötzlich bekommen, ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich bin ich nicht belesen genug, ob solche Dystopien auch irgendwie gegeben hat in der Literatur. Vielleicht hat es sie auch gegeben und ich kenne sie noch nicht. Aber ich finde das einfach diesen spannenden Gedanken, dass wir so ein ganz neues Bild haben und ganz neues gesellschaftliches Konstrukt haben, mit einem Standbein, das da sagt, Wissenschaft lehne ich ab jetzt ab und ich mache meine eigene Wissenschaft. Denn das kommt ja auch in dieser Dokumentation sehr schön zum Tragen, dass ja man da ja sozusagen jetzt durch eigene Experimente und durch eigene Beweise versucht, deutlich zu machen, dass die Erde flach ist. Und immer dann, wenn die Anhänger des Mythos, dass die Erde flach sei, anfangen, richtig wissenschaftlich vorzugehen, das wird ja zwei, dreimal dargestellt, ich habe es ja schon gesagt, stoßen sie plötzlich auf ganz klare physikalische Beweise der Erdkrümmung und der Erdrotation und sind dann völlig verzweifelt, berichten darüber und quasi ihre eigene Bubble, ihre eigene Blase beginnt sie dann zu debunken und sagt, nee, ihr habt da was falsch gemacht oder vielleicht seid ihr jetzt plötzlich auch Bestandteil des Lügensystems. Auch diese Vorwürfe gibt es ja immer mal wieder, dass der eine plötzlich dann doch ein CIA-Agent ist. Das ist schon auch einfach ja gar nicht erklärbar. Also, dass wir an so einem Punkt sind. Ich fand diesen einen Satz ganz bezeichnend, dem auch jetzt wieder auf die Doku zurückkommt. Da war ja dann gegen Ende wurde so ein, ich weiß gar nicht, so ein Science-Slam oder sowas gezeigt. Ne? Ja, genau. Wo dann Jungwissenschaftlerinnen da halt Vorträge gehalten haben und da war ein Mann, der halt dann auch wirklich, und das ist ja etwas, was mir nicht so bewusst war oder nicht so präsent war, dass jeder dieser Leute, die im Rahmen der Flat-Earth-Theorie da irre pseudowissenschaftliche bis wissenschaftliche Experimente vollführen, das sind ja alles Menschen, die an sich einen enormen Forschergeist mitbringen. Ja. Genau, und eine Neugier und auch. Genau, denn die Wissenschaft, die tatsächliche Wissenschaft, die haben die verloren. Mhm. Also das sind Leute, die in anderen Bahnen ja durchaus unter Umständen es ja
all ihr Interesse, ihre Begeisterung und ihre Energie für sinnvollere Dinge anwenden hätten können. Ne? Ja. Und das ist halt auch sowas, deswegen ist es so schwer, oder was heißt schwer, es ist unmöglich und falsch, jetzt zu sagen, ja, das sind alles Idioten, die da eben einer irgendeinem Mythos aufhängen oder anhängen. So ist es ja dann im Zweifelsfall nicht. Das sind ja oftmals Leute, die doch einen regen Forschergeist mitbringen und auch sich durchaus in der Lage sind, Sachen wissenschaftlich zu überprüfen, nur halt dann die Ergebnisse nicht anerkennen. Mhm. Ja. Ja. Ja, und das ist eben auch dann wieder die Frage, welche Verantwortung haben wir dann halt auch, vernünftige Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Das haben wir jetzt auch in den letzten Vorträgen und so so oft angesprochen, das Thema. Da ist natürlich viel passiert in den letzten Jahren, viel Positives. Das Thema ist wirklich auf dem Tableau und wird besprochen und angegangen, aber es muss halt noch mehr werden, damit man die Leute irgendwie wieder einfach für Naturwissenschaften und überhaupt für die Wissenschaft begeistern kann. Also das versuchen wir ja auch immer so ein bisschen rüberzubringen, dass wir nicht unbedingt so die bloßen Spielverderber sind, die sagen, ja, den Yeti gibt's aber nicht, so, sondern einfach mal auch zeigen, wie spannend das sein kann, mal zu gucken, warum es den wahrscheinlich nicht gibt und wie man überhaupt zu dieser Erkenntnis gelangen kann und dass der Weg dahin halt auch super spannend ist und dass wir die Themen halt auch trotzdem interessant finden. Und ich meine, selbst so ein Gedankenspiel wie die Erde ist aber eigentlich flach, hat ja auch irgendwo was Faszinierendes. Und wenn du dann noch das Gefühl haben kannst, dass du mit dieser Erkenntnis, dieser angeblichen Teil einer sehr zusammengeschweißten Community ja fast sowas wie einer selbsternannten Elite werden kannst, dann ist das natürlich irgendwie spannend. Und ich kann auch wirklich nachvollziehen, warum so viele Leute dann sagen, ich finde das aber ganz, ganz großartig und ich bewege mich jetzt nur noch in diesen Kreisen und fühle mich da pudelwohl. Denn die eigentliche Gefahr geht ja auch natürlich schon irgendwie auch von der flachen Erde Vorstellung aus, weil es halt nicht sehr wissenschaftlich ist und den Erkenntnissen widerspricht, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil du von dieser Geschichte dann auf die nächste kommst. Die Regierung will uns aber irgendwie mit Impfungen irgendwie, weiß ich nicht, krank machen oder beeinflussen oder ja, weiß ich auch nicht, 9/11 war ein Inside-Job und in ähnliche Dinge. Also du kommst dann wirklich, wenn du dich dann in dieser Community bewegst, auch von einem zum anderen. Und darin liegt die eigentliche Gefahr, dass wenn du die Leute erstmal abgehängt hast und sie dadurch irgendwie den Einstieg gefunden haben, dann halt immer tiefer in diesem Labyrinth enden oder sich da hineinbegeben. Genau, wenn du einer Regierungsorganisation misstrauen musst und gerade bei der flachen Erde ist es ja so, du musst ja im Prinzip allem misstrauen. Also sei es Wettervorhersage, sei es NASA, sei es Regierung, sei es Flugpläne, SpaceX, egal was, du musst ja allen misstrauen. Es gibt ja irgendwann auch den Satz einer Podcasterin oder einer YouTuberin, die dann sagt, ich vertraue niemandem mehr, ich vertraue nur mir selber. Und damit ist natürlich dein Erfahrungshorizont auch einfach eingeschränkt, weil der einzelne Mensch in unserer komplexen Welt, über die wir schon so viel verstanden haben, durch den wissenschaftlichen Prozess, kannst du nicht mehr verstehen. Und das hat auch gar nichts mit dumm sein oder weniger intelligent sein zu tun. Ich kann dir an keiner Stelle erklären, wie ein Flachbildfernseher funktioniert. Der hat einen Anknopf und der geht. Ja, bei einem Röhrenfernseher habe ich noch eine ungefähre Vorstellung davon gehabt, wie das irgendwie funktioniert hat. Und genauso bei Automotoren und all diesen Geschichten, die es so gibt. Natürlich wird unsere Welt so komplex, dass wir sie nicht mehr erklären können. Und da ist halt die Frage, muss ich alles doch selber verstehen, um, ja, Glauben ist auch der falsche Begriff, um diesen wissenschaftlichen Erkenntnisstand anzunehmen, so muss man es ja vielleicht sagen. Und diejenigen, die der flachen Erdtheorie angehören, verneinen das und das hat ja nichts damit zu tun, dass sie im Kern dumm sind, sondern sie sagen, das ist alles so komplex, ich will das nicht verstehen. Und was ich ganz dramatisch da auch fand, und auch das kam in der Doku, und das ist ja auch so ein Beleg, das ist ja bei Chemtrail-Gläubigen gar nicht anders, die soziale Isolation, die diese Menschen dann irgendwann erfahren. Das heißt, das bestehende soziale Umfeld wendet sich nach und nach von dir ab. Und es gibt in der Doku, das ist natürlich jetzt überspitzt für die Doku sicherlich auch dargestellt worden auf diesem Kongress, dann einen Menschen nach dem anderen, der sagt, ich rede nicht mehr mit meiner Familie, ich lebe in Scheidung, meine Scheidungspapiere sind unterschrieben, meine Kinder reden nicht mehr mit mir.
Ja, weil alle sagen, du spinnst, du glaubst an eine flache Erde, wir reden nicht mehr mit dir. Und was bleibt denn diesen Menschen noch, als sich voll und ganz in diese Blase, klingt so blöd, aber ne, also unter Gleichglaubenden sich dann zu orientieren? Und was wäre der Preis dafür, jetzt den Glauben an eine flache Erde aufzugeben? Dann sind die ja komplett allein. Und auch die Frage wird in der Dokumentation gestellt und das kann man komplett übertragen. Und ich habe Berichte von Aussteigern aus der Chemtrail-Szene gehört. Es ist ja nicht so, dass dann alle plötzlich sagen, wenn du nicht mehr an Chemtrails glaubst, die vorher kein Wort mit dir gesprochen haben, prima, komm zurück zu uns. Sondern da bist du als Spinner gebrandmarkt. Ja, klar. In der Szene der Gläubigen, egal welcher Verschwörungsmythos das ist, bist du Verräter oder bist inzwischen dann Bestandteil des Systems gewesen, gegen das man kämpft. Also diesen Menschen bleibt ja am Ende, wenn sie aussteigen würden, wahrscheinlich erstmal für eine längere Zeit nichts als eine totale Isolation. Gar keiner mehr. Du musst komplett bei Null wieder anfangen. Und anerkennen, dass du Jahre deines Lebens verschenkt hast. Ja, etwas verschwendet hast, was sich als falsch herausstellt. Ja, ja, in dem Sinne ist es ein bisschen wie, wenn man halt Teil einer Sekte ist. Ja, es ist nicht, ja, wirklich. Nicht großartig was anderes. Das Einzige, was man vielleicht sowas wie Flat Earth dann im Vergleich zu einer tatsächlichen Sekte zugutehalten muss, ist, dass es zumindest nicht so eine zentrale Lenkung gibt. Mhm. Aber die gesamte Logik und die Mechanismen sind im Prinzip dieselben. Ja. Und ich finde das ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, Alexa, so, es ist sehr schwer, nur an eine flache Erde zu glauben und nicht irgendwelchen anderen Verschwörungsmythen anzuhängen. Weil die flache Erde ja so viele weitere Annahmen von dir verlangt, dass das wirklich zutreffen kann. Weil es muss ja wirklich jeder lügen und dann stellt sich die Frage ja, warum lügt denn jeder? Dann stellt sich die Frage ja, wer steht denn dahinter? Und dann stellt sich die Frage, was wollen die damit erreichen? Und schon sind wir irgendwo bei einem antisemitischen Bullshit über die Weltkontrolle. Ja, ja. Ganz genau. Und der Weg dorthin ist kürzer, als man meinen würde, wenn man halt nur über die flache Erde nachdenkt. Ja. Das ist so. Also, wie bei allen Verschwörungsmythen, am Ende, je mehr Zwiebelschalen du wegschälst, am Ende bist du ganz, ganz häufig erschreckenderweise bei antijüdischen Weltbildern, die sich dann doch wieder herauskristallisieren. Und das wird uns auch erst in den letzten Jahren so richtig bewusst, Alex und mir, dass wir eigentlich damit im Grunde genommen auch ein Problem haben. Meist stoppt man und guckt nicht, wie weit, how deep the rabbit hole goes. Aber wenn man es denn macht, bist du ja ganz schnell dabei, die Rothschilds lenken. Also bei den, wir haben, weil wir auch einen Vortrag über das Thema antisemitische Verschwörungsmythen gehalten haben, mal angeschaut. Also wir haben diese Tendenzen entdeckt bei den Reptiloiden, bei den Chemtrails, bei der Flat Earth hast du sie auch. Ich weiß gar nicht. Also es gibt kaum eine moderne Verschwörungsmythos, bei dem du das dann nicht irgendwann hast. Und das ist natürlich, ja. Und dann ist es halt trotzdem auch spannend zu sehen, dieser Verschwörungsmythos so als Abkehr von Regierung und Wissenschaft. Hier finde ich es nochmal ganz spannend, deswegen nochmal jetzt ein bisschen zurückkommend, warum wir überhaupt diese Sendung gemacht haben, dass es ja auch einen Verschwörungsmythos gab, um eine vorherangegangene Zeit abzuwerten. Also hier auch ganz klar eine Verschwörung, die in Geschichtsbücher hineingeschrieben wurde, also, mit einem bestimmten Zweck. Also ja, schon, ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich Verschwörung Fake News nennen kann, ja. ein Irrtum. Obwohl es ist eigentlich mehr aber als ein Irrtum. Es ist schwierig. Ich würde es eine gezielte Diskreditierung fast nennen. Ja, das ist ein schöner Begriff. Tatsächlich eine Selbsterhöhung und eine Diskreditierung der Zeit davor. Ja. Aber willentlich und unter Umständen sogar wieder besseren Wissens. Und wenn man die alten Quellen der griechischen Philosophen sich angeschaut hätte, hätte man gesehen, eigentlich haben die das nie in Frage gestellt. Das ist schon ganz spannend, das zu sehen. Also es nützt nichts, man muss immer kritisch bleiben und tatsächlich, wenn ihr Kinder habt, die in der Schule sind, guckt mal in deren Geschichtsbücher rein und sprecht mit euren Kindern mal darüber, ob das eventuell da drin steht und arbeitet dagegen an. Und da kann man ja auch gleich mal erklären, wieso Falschinformationen sich auch tradieren können und plötzlich zu einer Wahrheit werden können, aber obwohl sie nicht stimmen. Es ist ja auch natürlich klar, dass Schulbücher, dass akademische Werke, im Fach Volkskunde ist das auch ganz eklatant, natürlich immer Produkte der Zeit sind, in der sie verfasst werden. Gerade die Volkskunde hat so eine schwierige Geschichte hinter sich, gerade wenn man in die Zeit des Nationalsozialismus guckt, dass die Forschung heute noch dabei ist, das mit aufzuarbeiten. Und da sind teilweise auch ganz, ganz bittere Erkenntnisse dabei.
Ich bin eigentlich froh, dass das Teil meines Studiums war, sich eben auch genau mit dieser schwierigen Fachgeschichte auseinanderzusetzen. Das sind Dinge, denen man sich einfach oder derer man sich einfach bewusst sein muss, dass auch Forschung jeweils ein Kind ihrer Zeit ist und sich auch dementsprechend verändert, auch mit ihren Vorzeichen, mit ihrem Kontext, mit ihrem Ziel. Da ist nichts in Stein gemeißelt und da ist ganz vieles, was man hinterfragen muss. Insofern ist eine Skepsis auch der Wissenschaft gegenüber natürlich angebracht. Nur in dem Augenblick, wo die Skepsis eben alles durchdringt und du alles in Frage stellst und nichts mehr glaubst, bist du natürlich auch anfällig dafür, einem Menschen zu glauben, unter Umständen, der dann etwas erzählt, was einfach besser zu deinem eigenen Weltbild passt. Das ist ja schließlich also so ein Ziel des Erzählens, des menschlichen Erzählens, also Weltbilder miteinander abzugleichen, ein soziales Gefüge zu stärken. Und natürlich glauben wir einfach, dass eher was unserem Weltbild entspricht. Und wenn das dann nun mal in dem Fall ist, dass die Erde flach ist, dann zack, ist es passiert und du bist dann eben Teil dieser Community. Aber ich wollte noch vielleicht einen anderen Aspekt kurz ansprechen. Wir haben ja über die Antike gesprochen und es gab ja ein, zwei, drei Autoren, die schon vom Weltbild der flachen Erde ausgegangen ist. Es war ja nicht so, dass es überhaupt niemand geschrieben hat. Es waren nur Autoren, die nicht so eine große Rolle gespielt haben, die auch gar nicht so rezipiert wurden, also nicht Teil des Konsens waren im Grunde genommen. Später zumindest. Genau, aber ein paar gab es halt schon. Und auch heute ist jetzt, finde ich, die Frage, wie viele Leute sind das eigentlich, die tatsächlich glauben, dass die Erde flach ist? Und ist diese Community relevant? Ist sie irgendwie verschwindend klein? Also das fand ich auch bei den Vorbereitungen irgendwie eine ganz, ganz spannende Frage, weil es da durchaus unterschiedliche Interpretationen auch der Zahlen gibt. Und auch wenn du so in die Medien guckst, auch einen Artikel, den hatte ich ja als Quelle rumgeschickt auf CNN, wenn da steht, irgendwie bei dem Flat Earth Kongress sind irgendwie 600 Leute und die auf CNN schreiben, das sind wahnsinnig viele. Also mein erster Gedanke, als ich gehört habe, 600 Leute bei so einem Kongress, ich fand das nicht so furchtbar viel. Natürlich werden das nicht alle in den USA gewesen sein, die im stillen Kämmerlein irgendwie an die flache Erde glauben. Es ist jetzt halt die Frage, werden die von den Medien groß geschrieben und relevant gemacht? Oder sind die tatsächlich als Community so im Wachsen begriffen, dass sie ein zunehmendes Problem werden? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansichten. Also ich finde spannend, der YouTuber, der hier so als einer der Vordenker der Flat Earth Society dargestellt wird, der hat auf YouTube 82.000 Abonnenten und seine Videos, da war ich dann jetzt hinterher so ein bisschen überrascht, haben in der Regel unter 10.000 Aufrufe. Das ist wirklich wenig. Ja. Ne, also ich will das gar nicht herabwürdigen oder so, ne? Aber weißt du, es gibt Lego-YouTuber, die haben über 1 Million Abonnenten und haben dementsprechend auch Videoabrufe weit über 1 Million. Einfach so. Und tatsächlich ist da die Frage, ist es wirklich so eine große Community und werden es ständig mehr oder ist es eher so, dass sie nur etwas lauter werden in den sozialen Netzwerken und mutiger werden, durch die sozialen Netzwerke auch so ein Event wie so ein Kongress zu machen, weil sie wissen, da kommen ein paar Leute hin. Und ich habe selber lange genug im Veranstaltungsmanagement gearbeitet. Natürlich wird da auch jeder Journalist und jeder Caterer, der da rumläuft, im Zweifelsfall als Teilnehmer mitgezählt. Und dann hast du schon mal 50 Teilnehmer mehr da stehen, weil du natürlich gute Zahlen publizieren möchtest über so ein Event. Möchte denen nichts unterstellen, aber das ist eigentlich gängige Praxis, so zu agieren, immer ein bisschen aufzurunden bei solchen Veranstaltungen. Das finde ich schon interessant. Und auch, nachdem es diese Netflix-Doku gab, auch diese Aufrufzahlen, das ist jetzt nicht so, dass mich das komplett vom Stuhl gehauen hätte, wenn ich mal ganz ehrlich bin, von den Zahlen. Ich bin auch überrascht, weil da warst du mir voraus in der Recherche. Ich habe mir den dann gar nicht auf YouTube angeschaut, weil dann so die unhinterfragte Annahme so beim Schauen der Doku ist ja okay, da ist halt so ein Influencer. Mhm. Genau. Gut, ist er im Rahmen der Bewegung dann womöglich auch, aber in absoluten Zahlen ist das jetzt nichts, was, ohne es herabzuwürdigen, darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern es ist halt nichts, was ich als bedrohlich jetzt wahrnehmen würde im Sinne der Reichweite. Ne? Also genau. Das ist jetzt da, wie du sagst, ne, jeder, nicht jeder,
viele Leute, die sich mit Lego oder mit was auch immer beschäftigen, ne, PewDiePie, ich weiß nicht, was der macht, ich weiß nicht, 100, 1000, was auch immer, mal so viele Aufrufe, millionenfach. Also, aber die Frage der Größe dieser Bewegung ist, glaube ich, fast unmöglich zu beantworten, weil es halt einfach nicht greifbar ist. Ne? Ja. Also es wird oft in den Medien, inzwischen weniger, und in der Doku ist das zum Glück gar nicht mehr vorgekommen, im Kontext der Flat Earth Society geredet, was den Kern der Sache anscheinend ja gar nicht mehr trifft, ohne jetzt da drin zu sein, weil die gibt's zwar, aber die scheint die Bewegung eigentlich gar nicht zu repräsentieren, so richtig. Und dann heißt es halt, ja, die haben ein paar hundert Mitglieder. Okay, weiß ich nicht, ja, damit kann man nichts anfangen. Aber es ist noch mal viel schwieriger natürlich zu schauen, wie viele Leute da jetzt im Internet aktiv sind. Und dann ist es noch mal schwieriger zu schauen, wie viele Leute das sich ansehen und wie viele das auch ernsthaft tun. Und 600 Leute bei einem Kongress ist zwar eine Zahl, die finde ich jetzt nicht so schlecht. Man muss sie da auch anreißen und mein Gott, also ist schon irgendwo ein Indikator, dass da ein Interesse da ist, aber es ist auch nicht riesig und es ist wieder kein Hinweis auf die tatsächliche Größe. Ja, das ist schwer zu sagen, ja. Interessant ist übrigens, ich habe jetzt gerade mir nochmal die Mühe gemacht, tatsächlich sein erstes Video, Flat Earth Clues Introduction, also das wird ja auch in diesem Film zitiert, das hat tatsächlich dann 1 Million Aufrufe. Und da ist natürlich dann die Frage, wer hat sich das alles angeguckt? Auch das wird ja in dem CNN-Artikel, den du genannt hast, Alexa, zitiert. Wie viele von uns, sage ich mal, die sagen, wie ticken die denn gerade? Klicken sich solche Videos auch an und schauen die sich dann an? Oder Leute, die sagen, haha, guck mal hier, was das für ein Blödsinn ist. Also insofern, das ist ein Video tatsächlich mit 1,1 Millionen Aufrufe, das ist 4 Jahre alt jetzt das Video. Ja, aber die aktuellen Videos halten ein paar tausend Aufrufe. Das ist schon interessant, wie sich das so entwickelt. Ja. Stellt leider wieder mehr Fragen, als es Antworten liefert. Ja, ja genau. So ist das. Ja. So ist das. Ja. So ist das. Haben wir was vergessen? Ich will nicht. Man könnte ist ein weites ewig, Feld. Ja, ja, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss mal geliefert, würde ich sagen. Ein ziemlicher Galoppritt. Ja. Wir haben nicht über das UN-Logo gesprochen, was ja auch oft als Beweis für die flache Erde angeführt wird. Weil es ist ja im Prinzip, aber lassen wir das, das ist jetzt. Generell die Darstellung der Erde auch im Mittelalter, auch da haben die gewusst, genau wie wir heute unseren Dirke-Atlas in der Schule hatten in Deutschland, dass das natürlich flach ist. Aber das Beispiel ist, dass ungefähr so wie wir heute bei Google Maps im Grunde genommen ja auch nicht davon ausgehen, dass die Erde flach ist, weil mein Handy flach ist. Sondern es ist halt eine Darstellungsform gewesen. Aber die Verhältnisse der Kontinente sind, Größenverhältnisse sind nicht ganz korrekt dargestellt. Ja. Ja, aber das ist ja immer noch schwierig. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man das macht. Ne? Und wirklich, und das Standardmodell von Google Maps, da ist ja Grönland die Größe Afrikas, was überhaupt nicht zutrifft. So Dinge. Ne? Ja. Aber gut, spannend. Das sind, und ich würde jetzt auch, da spekuliere ich jetzt ein bisschen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, dass, es gab zwar natürlich schon Globusherstellung auch vor dem Hochmittelalter, aber das war, glaube ich, einfach eine technisch sehr schwierige Sache. Und es gab ja durchaus flache Karten, die aber eine nicht flache Erde dargestellt haben. So. Und das war den Leuten auch klar. Also zu sagen, dass es vor dem Behem-Globus keinen Globus gab, ist ja trifft den Kern der Sache nicht, weil man braucht keinen Globus, um eine runde oder spheroide Erde anzunehmen. Genau, das haben wir ja in der Regel, wie gesagt, ja auch in der Regel nicht, sondern wir machen es ja auch in flach. Erstmal. Richtig, ja. Und obwohl ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, einen Globus herzustellen. So. Obwohl so Google Maps irgendwie so als Hologramm, fände ich schon irgendwie. Ja, es gibt ja Google. Nächstes Jahr. Google Globe, wie hieß denn das? Also es gab ja dieses 3D-Ding dann auch später. Aber auf gewissen Plattformen ist, wenn man ganz rauszoomt, dann verwandelt sich die Karte. Dreht sich, ne? Genau. In den Globus. Ja. Genau. Ich glaube nur in der Web und nicht im, also nicht in der App, sondern nur in der Web-Applikation, aber das ist eigentlich ganz cool. Ja. Da kriegt man dann die Idee davon, wie es eigentlich auszusehen hat. Genau, ja. Ja, also wir halten fest, der Verschwörungsmythos der flachen Erde ist eigentlich ein recht neuer Mythos und die Darstellung, dass im Mittelalter das alle Menschen geglaubt haben, ist offensichtlich nicht korrekt. Auch das können wir, glaube ich, nochmal als Fazit festhalten. Und wer noch alte Schulbücher zu Hause hat oder jetzt gerade Kinder hat, die Geschichtsunterricht in der Schule haben, guckt es mal durch mit den Kindern und besprecht es mal mit euren Kindern. Eigentlich wissen wir seit weit über 2500 Jahren alle gemeinsam, dass die Erde spheroid ist. Und es gibt auch viele kleine Experimente, die man sich natürlich ausdenken kann.
Ich werde mal gucken, ob ich da noch was finde, ein paar Quellen, die man verlinken kann. Man kann ja mit Pendeln auch durchaus die Erdrotation nachweisen. Vielleicht finde ich da was man vielleicht zu Hause auch mal nachmachen kann. Stimmt, also es ist gar nicht so schwer. Mit dem Laser ist ein bisschen schwierig, aber genau. Geht theoretisch auch mit dem Laserpointer. Aber da muss man schon sehr genau rechnen. Genau. Also soll nur heißen, eigentlich weiß man es sehr, sehr lange und es sagt, glaube ich, mehr über unsere Gesellschaft, unseren derzeitigen Status der Gesellschaft aus, dass Menschen zunehmend glauben möchten oder vermeinen zu wissen, dass die Erde flach ist. Und alle, die wir wissenschaftlich irgendwie tätig sind, sollten uns darüber auch Gedanken machen, dass man diese Menschen wieder begeistern kann. Und du hast es auch gesagt, Ralf, so ihre grundsätzliches Interesse und den Forscherdrang eben in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich glaube, da hätten wir alle sehr viel mehr gewonnen. Und mehr Empathie wagen in der Diskussion. Auch wenn es weh tut, manchmal. Ja, es reicht manchmal, sich zu fragen, ja, warum, warum glaubt er denn das jetzt? Ja. Und da kommt man oft zu Antworten, die nicht sind, ja, weil er ein Depp ist. Ja. Genau. Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Ralf, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr schön. Und für unsere Hörer untereinander, es gibt jeweils von uns mehr zu hören, ne? Ja, ich spreche dann auch ein kleines Outro oder Intro dann ran, dann machen wir das so. Das machen wir natürlich, auch, dann ist das nicht so peinlich für den anderen, wenn die Lobhudelei, die müssen wir uns nicht anhören. Nee, das sparen wir uns so. Das ist jetzt jedem dann selbst überlassen, wie wir das dann ankündigen. Ja, genau, perfekt. Ralf, vielen Dank. Vielen Dank dir, das war wirklich super. Ich sag danke, hat mich sehr gefreut. Dass das okay, bis demnächst. Tschüss. Jo, tschüss. Ja, das war unser Austausch mit Ralf Grabuschnik. Schöne Grüße nochmal an der Stelle. Dieses Segment läuft jetzt parallel quasi auch im Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Da könnt ihr reinhören. Ralf hat viele, viele schöne Themen da auch aufbereitet. Und wer sagt, Mensch, vom Buddler habe ich auch schon alles gehört. Aber Geschichte ist total spannend. Da können wir nur den Podcast von Ralf empfehlen. Und was sich im Nachhinein noch ergeben hat, da sind wir irgendwie drüber weggekommen, während wir aufgezeichnet haben. Ralf hat auch, ich gucke gerade nicht, dass ich was falsch sage, 2 Bücher geschrieben. Und zwar einmal das Buch geschrieben, Fake News von gestern und Endstation Brexit. Das findet man auf seiner Homepage. Wenn ihr euch da hinklickt, werdet ihr die Bücher finden. Und von Fake News von gestern gibt es auch ein Hörbuch. Und Ralf ist so nett, im Prinzip 3 Exemplare seines Hörbuches zur Verfügung zu stellen, die wir hier wieder verlosen können. Also haben wir auch schon wieder eine Verlosung in der Sendung. Es jagt ja eine Verlosung, die nächste hier. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine E-Mail mit dem Betreff Déjà-vu senden. Und zwar das Ganze bis zum 14. Dezember 23.59 Uhr, das sind 14 Tage. So lange habt ihr dann Zeit, uns eine E-Mail mit dem Betreff Déjà-vu zu senden. Und unter allen Einsendungen losen wir dann 3-mal das Hörbuch Fake News von gestern von Ralf Grabuschnik aus. Und das hat Ralf auch selber eingelesen. Also insofern habt ihr auch schon die Stimme im Ohr gehabt, die euch dann dieses Hörbuch vorlesen wird. Und da drücken wir euch natürlich ganz doll die Daumen. Jetzt müssen wir allerdings noch aufklären, Alexa, ob denn Donald Trump ein Flacherdler ist oder nicht. Fliegen bewiesen hat, dass die Erde flach ist. Gucken wir mal. Die Auflösung. Ja, glaubt Präsident Trump, dass die Erde flach ist und meint irgendwie, wenn er auf einem seiner vielen Flüge gesehen hätte, dass die Erde rund ist, dann würde er ja Bescheid wissen, aber das sei ihm nicht so wirklich klar, dass das so ist. Also dieses Zitat stammt tatsächlich aus dem Jahr 2016, was ich euch da am Anfang vorgelesen habe, von einer Seite, die auch zumindest irgendwie CNN im Titel trägt, cnn.com.de oder DI oder wie auch immer. Und ist natürlich eine klassische Fake News Seite. Das heißt also, dieses Zitat hat sich irgendjemand ausgedacht, hat das mit einem Bild ins Netz gestellt, eine Geschichte drumherum erfunden. Er hätte das angeblich bei einem Treffen der Republikaner gesagt und hätte da irgendwie mit Reportern gesprochen und da sei dieses Zitat entstanden. Also klassische Fake News, die gibt es eben auch andersrum und es ist echt ganz wichtig, wenn man sowas im Netz findet, so schlimm wie man eventuell Donald Trump findet und da gibt es genug Gründe dafür, das zu tun, sollte man trotzdem
immer gucken, wenn diese Fake, also diese News, die man da gerade findet, irgendwie allzu gut zum eigenen Weltbild passen, dann nicht gleich irgendwie einfach weiterteilen, ohne nachzugucken, sondern wirklich mal zu schauen, was steckt denn dahinter? Gibt es so eine Seite? Wirklich, was steht da eventuell in einem Impressum? Und ist das wirklich CNN? Kann man in dem Fall, glaube ich, relativ schnell feststellen, dass das eine Fake-News-Seite ist, die extra für sowas erstellt worden ist. Und dann halt irgendwie lieber mal die Finger davon lassen oder eben anderen Leuten, die das geteilt haben, Bescheid sagen, dass sie da gerade Quatsch geteilt haben. Ist mir selber auch schon passiert in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, es ging auch um irgendwie ein Zitat, was fälschlicherweise irgendwem zugeschrieben wurde. Und ich habe dann wirklich gedacht, irgendwie, ja, das passt ins Bild. Ich teile das mal weiter, habe nicht weiter nachgedacht. Und dann kam einer von unseren wunderbaren Hörern direkt auf die Idee, mich darauf hinzuweisen. Ist natürlich immer eine blöde Situation. Aber dann ist es besser, mal wirklich zuzugeben, dass man Quatsch verbreitet hat und dann zurückzurudern, als dann irgendwie einfach stumpf dabei zu bleiben und sich da irgendwie nicht reinreden zu lassen. Also mal wirklich kritikfähig sein, ist auch ganz gut. Was da auch zu passt, ist, das habe ich in den letzten Wochen ein, zwei Mal erlebt, dass klassische Clickbait-Überschriften, die sehr in den Confirmation Bias von Menschen schön, hineinpassen. Dass du den Begriff nochmal erwähnt hast, ja. Also eben ein psychologisches Konstrukt, was sagt, dass wir News, die unserer eigenen Einstellung entsprechen, mehr Glauben schenken und sie auch anders wahrnehmen, um es ganz verkürzt darzustellen. Und es ist ganz, ganz wichtig, inzwischen haben wir so eine Unart, dass gewisse Headlines Sachzusammenhänge so verkürzen und man einfach durch das Teilen dieser Schlagzeile, ohne dann den dahinterstehenden Artikel wenigstens einmal quer gelesen zu haben, unter Umständen etwas teilt, was so gar nicht stimmt. Ja. Da gab es jetzt mehrere Situationen, wo dann der Artikel, also man las eine Headline, dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein, war schon am Teilen, dann habe ich mir aber die Mühe gemacht, das nochmal kurz durchzulesen und festgestellt, das steht da eigentlich so gar nicht drin, was in der Headline steht. Und das ist brandgefährlich, weil man natürlich damit auch Stimmungsmache in sozialen Netzwerken machen kann. Und wir sollten schon auch aufpassen, dass wir bei bestimmten Schlagzeilen immer nochmal einen Moment innehalten, lesen zumindest, was der Artikel zur Schlagzeile ist. Und dann entscheiden, ob wir das teilen möchten oder nicht. Nur Schlagzeilen teilen, da kann man sich ja im Prinzip dann selber auch was ausdenken, was man teilt und behaupten, dass das wahr ist. Das ist halt auch brandgefährlich und da nehme ich Quellenkritik, mich, Quellenkritik. Nehme ich mich genauso, wie du dich nicht ausnimmst, Alexa nicht aus. Mhm. Das ist immer dann, wenn man der Ansicht ist, das entspricht genau dem, was ich schon immer vermutet habe, ist man ganz schnell dabei, aufs Knöpfchen zu drücken. Einmal noch denken und warten. Oder wie es die Kollegen von Mimikama immer genau sagen, zuerst denken, dann klicken. Schöne Grüße nach Wien an André Wolf. Also das ist einfach ein gutes Kriterium, bevor man Fake News teilt. Und gerade bei Trump, das hätte alles wunderbar natürlich gepasst. Passt, wie du auch sagtest, die Diktion und so weiter, hat schon einer gut aufgepasst. Genau, aber es stimmt halt nicht. Damit sind wir am Ende dieser Episode von Huxilla, der November-Episode Nummer 2. Die Dezember-Episode Nummer 1, kann ich schon mal ankündigen, wird episch. Die wird ein bisschen länger, die wird auch ein bisschen anders. Vertraut uns da mal. Die Aufnahme war auf jeden Fall episch. Ja, das war definitiv sehr, sehr, sehr witzig und sehr, sehr gut. Und ein klassischer Crossover, das kann ich jetzt einfach mal sagen. Und Dezember scheint so der Monat der Crossover sein. Da haben wir schon den einen oder anderen Crossover gehabt. Und der erwartet euch dann im Dezember. Und dann gibt es noch eine Jahresabschlussfolge. Und dann haben wir, Alexa, tatsächlich, das machen wir dann aber nochmal richtig, in der letzten Folge diesen Jahres, das Jahr 2019 komplett bis auf einen Monat durchproduziert. Das heißt, wir haben dann tatsächlich 23 Episoden von 24, die wir euch versprochen haben, durchproduziert. Ich glaube, wir haben einen großen Bogen an Themen gehabt. Das werden wir alles nochmal ein bisschen aufarbeiten. Aber es hat sich sehr, sehr gut für uns angefühlt. Ja. Und wir freuen uns da, über euer Feedback und die Tatsache, dass ihr das auch gut findet. Und dass wir wieder da sind. Und wir werden mit Sicherheit nicht im Jahr 2020 stoppen oder was anders machen, sondern weiter hart arbeiten, damit ihr schöne Podcast-Episoden bekommt. Wir haben nach wie vor ganz viele Kollaborationsideen, die es dann auch wieder geben wird. Also auch diesen Mix zwischen in Anführungsstrichen klassischen Huxilla-Folgen und Folgen mit tollen Gästen, die wir euch vorstellen können, aus dem Podcasting oder auch aus anderen Kontexten. Das bleibt einfach so und geht so weiter. Und mir würde im Moment kein Grund einfallen, wenn wir denn gesund bleiben, warum wir damit aufhören sollten. So ist es.
Und kostenfrei bleibt das Ganze auch, weil ihr uns weiter zunehmend unterstützt und das möglich macht, dass wir das kostenfrei anbieten müssen und die Marco Huxilla nicht an irgendwen verkaufen müssen. Huxilla-Hörer sind sowieso einfach großartig. Sind die besten Podcast-Hörer. Ja. Das ist einfach so. Euch draußen, da alles, alles Gute, schöne Zeit und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.